Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Audio-Gottesdienst an Karfreitag hier aus der St. Peter-Kirche. Wie stehen Sie eigentlich zum Karfreitag? Ist der Tag Ihnen vertraut und seine Botschaft? Oder finden Sie es eher eigenartig, an den Tod eines Menschen zu denken, der vor knapp 2000 Jahren gestorben ist? Für mich bietet Karfreitag, dieser eine Tag von 365 Tagen im Jahr, eine Möglichkeit. Die Möglichkeit, Dinge zu erkennen, die mir sonst vielleicht verborgen bleiben. Denn heute kann ich einmal darüber nachdenken, was mich persönlich bewegt. Und da kommt alles vor, alles zwischen Streit und Versöhnung sozusagen. Was das heißt, davon später in der Predigt mehr. Lassen Sie uns einstimmen in unser erstes Lied. Wir singen Korn, das in die Erde, die Nummer 98 im Gesangbuch. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören Worte aus Psalm 22 sowie eine Meditation hierzu. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Um Mitternacht habe ich gewacht und aufgeblickt zum Himmel. Kein Stern vom Sterngewimmel hat mir gelacht um Mitternacht. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Um Mitternacht hab ich gedacht, hinaus in dunkle Schranken, es hat kein Lichtgedanken mir Trost gebracht um Mitternacht. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Um Mitternacht nahm ich in Acht die Schläge meines Herzens. Ein einziger Puls des Schmerzens war angefacht um Mitternacht. Unsere Väter und Mütter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Um Mitternacht kämpft ich die Schlacht, o Menschheit deiner Leiden. Nicht konnt ich sie entscheiden mit meiner Macht um Mitternacht. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Um Mitternacht hab ich die Macht in deine Hand gegeben. Herr über Tod und Leben, du hältst die Wacht um Mitternacht.
In deine Hände befehle ich meinen Geist. Amen. Wir beten. Heute erzählen wir deine Geschichte, Jesus Christus. Wie du vor Pilatus standest und kein einziges Wort sagtest. Wie man dir eine Dornenkrone aufgesetzt hat. Und wie man dich verspottet und geschlagen hat. Wie du dein Kreuz den Hügel hinaufgeschleppt hast und man dich kreuzigte. Wie du gesagt hast, mich dürstet. Und Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie du geschrien hast, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wie du dein Haupt neigtest und starbst. Und in deine Geschichte verweben wir unsere Geschichte Faden für Faden. Wir werden eins mit dir und werden getröstet und wissen nicht, wie es kommt. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus stirbt am Kreuz. Über seine letzten Stunden berichtet der heutige Lesungstext. Wir lesen aus dem Matthäusevangelium. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das hieß Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt. Und da es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über seinem Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und er kann sich selbst nicht helfen. Er ist der König von Israel. Er steige nun herab vom Kreuz. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der löse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihm helfen. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben bis nach unten aus. Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Dein Wort ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam das Bekenntnis unseres christlichen Glaubens sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen Meine engen Grenzen, die Nummer 584 im Gesangbuch. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in Korinth herrscht Streit, soweit nichts Ungewöhnliches. Denn schon viel hat die Stadt erlebt, schon vieles gesehen im Lauf ihrer Geschichte. Verkehrsgünstig an einer Landenge gelegen, hat sie mit ihren zwei Häfen schon immer einen Mittelpunkt gebildet. Zwischen Asien und Rom floss der Handel zu Hochzeiten. Idyllisch ist es hier, Mittelmeerklima, Sonne satt. Dazu alles, was das Herz begehrt. Vielleicht hat darum der große Cäsar ausgerechnet diese Stadt als Kolonie für seine Verwandten ausgewählt. Ganze Familien haben sich deshalb hier angesiedelt, vor allem aus Rom. Doch der Grund des Streites, es ist weder Handels- noch Finanzgeschäft. Nein, es geht um den Glauben. Jesus ist vor 20 Jahren am Kreuz hingerichtet worden. Seine Auferstehung gab Hoffnung. Das Vertrauen auf seine Botschaft hält noch an, wurde erneut geweckt, als Paulus vor Ort war und gepredigt hat. Sie begeisterte und ließ eine Gemeinde entstehen. Und doch ist genau diese Gemeinde entzweit. Auf der einen Seite stehen die sogenannten Heidenchristen. Die, die vorher keiner Religion angehörten und vor Generationen hier mit ihren römischen Verwandten auftauchten. Sie meinen jetzt, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und alles sagen zu müssen, wie Jesu Worte auszulegen sind. Auf der anderen Seite gab es die jüdische Bevölkerung, die nun jedoch vom Evangelium Jesu Christi begeistert waren. Sie meinen, nur wer die alten Schriften kennt und um Tradition weiß, kann Jesus verstehen. In Kleinigkeiten verlieren sich die beiden Gruppen immer wieder und streiten, was das Zeug hält. In diese Situation hinein schreibt Paulus einen Brief.
Der beantwortet nicht allen Streit, gibt nicht den einen Unrecht und den anderen Recht. Nein, Paulus spricht von dem Ereignis, auf das sie sich alle beziehen. Auf das alles, was sie glauben, was sie hoffen und worauf sie vertrauen. Er kühlt die erhitzten Gemüter und stimmt ein auf das, was der Grund allen Glaubens ist. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlung nicht angerechnet. Und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. Wir treten also anstelle von Christus auf. Es ist, als ob Gott selbst die Menschen durch uns einlädt. So bitten wir anstelle von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Gott hat Christus, der keine Sünde kannte, an unserer Stelle als Sünder verurteilt. Denn durch Christus sollten wir vor Gott als gerecht dastehen. Soweit die Worte aus dem Korintherbrief. Auch bei uns heute herrscht noch Streit. Hier und heute vielleicht mehr denn je. Denn Karfreitag, dieser besondere Feiertag, der für mich sonst keinem anderen gleicht, er hat es schwer. Er ist in der Wahrnehmung vieler Menschen einfach irgendwie fehl am Platz. Vielleicht ist es in diesem Jahr etwas anderes als sonst. Denn dieses Jahr stellt sich aufgrund der Corona-Krise nicht die Frage nach einem Tanz- oder Partyverbot an diesem stillen Feiertag. In den Jahren zuvor war das Dauerthema. In dem einen Bundesland durfte ich noch so lange feiern, warum nicht auch hier? Warum sind die so lasch und wir so streng? Erinnern Sie sich? Dieses Jahr ist es anders. Denn am Karfreitag 2020 ist die Stille von oben verordnet. Karfreitag sorgt immer wieder für Diskussionen und Streit. Denn auch unter vielen Pfarrerinnen und Pfarrern wird jedes Jahr neu verhandelt, was es aus einem Tod, der vor über 2000 Jahren geschehen ist, noch zu lernen gibt für diese, unsere Welt heute. Auch dort herrscht Uneinigkeit, Verunsicherung und Streit. Und die ein oder andere Stimme zweifelt generell an der Botschaft, dass Jesus für unsere Fehler gestorben sei. Auch hier, wie damals in Korinth, Streit, wohin das Auge blickt. Karfreitag muss ich aushalten. Das ist die Bedeutung dieses Tages für mich. Das ist es, worauf ich an diesem Tage allen meinen Glauben, alle meine Überzeugungen lege. Denn dieser eine Tag, einer von 365 Tagen im Jahr, er hat für mich einen ganz besonderen Wert. Es ist noch nicht Ostern und ich will und kann noch nicht erzählen von der Hoffnung und Liebe, die Gott uns durch die Auferstehung seines Sohnes schenkt. Nein, Karfreitag ist Tod, Leiden, Folter und Sterben am Kreuz. Hier wird einer hingerichtet, der in den Augen vieler für Streit sorgte. Er passte nicht in das Bild derjenigen, die etwas zu sagen hatten. Auf Seiten des Staates war es ein Aufwiegler, denn Jesus hatte Zulauf. So langsam stieg die Zahl seiner Anhänger in besorgniserregende Höhen. Das rief die Regierung in Rom auf den Plan. Auf Seiten der Religion war Jesus ein Aufrührer. Er behauptete, die alten und ehrwürdigen Botschaften von Mose, Abraham und allen anderen Propheten müssten ergänzt werden, seien mitunter falsch gedeutet worden. Und auch wenn er es nicht genau zugab, behauptete er doch von sich, er sei der Messias. Eine schändliche Verachtung Gottes, sowas zu sagen. Unerhört. Das rief die jüdischen Gelehrten, das rief den Hohen Rat auf den Plan. Paulus ruft uns auf, alles das an diesem Tag nicht zu vergessen, nicht die Schmerzen, nicht das Leiden, nicht das Flehen des Gottessohnes auszublenden. Aber er gibt den Grund dafür, Versöhnung. Denn die gehört zu einem guten Streit dazu. In Korinth genauso wie in alten Dietzaul, Gückingen, Hambach, Heistenbach oder von wo auch sonst Sie heute meine Worte hören oder diese lesen. Jesus hat durch seinen Tod die Menschen versöhnt. Er hat dich und mich angenommen mit meinem und mit deinen Fehlern, mit deinem und meinem Streit.
Denn egal, wie sehr Zwietracht herrscht unter Menschen, egal welche Fehler ich mir selbst oder anderen vorwerfen mag, mir ist bewusst, dass Jesus meine Schuld auf sich genommen hat. Er hat in seinem schrecklichen Tod alle Fehler dieser Welt und erst recht meine eigenen Fehler auf sich genommen und mich versöhnt. Im Streit mit Gott bin ich schon versöhnt. Dazu muss ich nichts tun, außer ihn für mein Leben anzunehmen. Dieser Tag, Karfreitag, einer von 365. Er ist für mich die Möglichkeit, einmal darüber nachzudenken, was in mir für Streit sorgt. Wer ärgert sich über mich? Für welche Empörung habe ich gesorgt? Heute ist Zeit, darüber nachzudenken. Um wen habe ich mich in letzter Zeit zu wenig gekümmert? Wem könnte ich gerade jetzt einmal sagen, dass es mir leid tut, was ich getan habe? Karfreitag legt alles Schreckliche offen, allen Streit in mir selbst und in unserer Welt. Aber Karfreitag lässt mich damit nicht allein. Denn Versöhnung ist schon da. Mit Jesu Tod am Kreuz ist diese geschehen. Und ja, ich bin gewiss, dass manche Verletzungen und mancher Streit so tief sitzen wie sonst nichts. Dass es Augenblicke im Leben gibt, in denen ich sage, das kann ich ihm, das kann ich ihr nie verzeihen. Auch das, da bin ich sicher, ist bei Gott aufgehoben. Und auch wenn ich keine Antwort auf diese tiefen Verletzungen habe, in Gott sind auch diese versöhnt. Darum lasst uns vertrauen auf die Botschaft an Karfreitag, dass aller Streit unter uns in dieser Welt Versöhnung findet. Wir können Zeichen für diese Versöhnung sein und uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Anderen Menschen Versöhnung schenken, auf welchem Weg auch immer, dafür ist heute Zeit. Den Enkeln verzeihen, dass sie Ostern nicht zu Besuch kommen möchten, um Oma und Opa zu schützen. Den Kindern verzeihen, die schon wochenlang daheim sind und denen die Decke auf den Kopf fällt. Und mir selbst verzeihen, dass ich mit alledem überfordert bin. Jesus Christus ist am Kreuz für unseren Streit gestorben. Lassen wir ihm die Möglichkeit, uns zu versöhnen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lassen Sie uns einstimmen in das Lied In einer fernen Zeit. Sie finden es im EG Plus unter der Nummer 10.
Lasst uns nun miteinander Fürbitte halten. Christus, du hast allen Streit auf dich genommen, den Spott ertragen, die Schmerzen erduldet. Du hast den Zweifel ausgehalten, Gott vertraut und Versöhnung wachsen lassen, die wir so dringend brauchen. Christus, lehre uns festzuhalten an der Güte Gottes und an dem Glauben an dich. Erbarme dich aller, für die wir dich nun bitten. Für die Menschen, die vom Krieg bedroht sind oder auf der Flucht sind, die in Aufnahmelagern auf engstem Raum leben und leiden müssen. Für die Kranken und die, die sie pflegen. Für die Sterbenden und die, die bei ihnen wachen. Für die Menschen, die ihre Heimat verlassen und ein Zuhause suchen bei uns. Für uns, wenn sich unsere Herzen und Sinne verhärten in Not und Schmerz. Für uns, wenn wir Streit statt Versöhnung, Zwietracht statt Einigkeit leben. Alles, was uns sonst noch bewegt und auf dem Herzen liegt, bringen wir in der Stille vor dich. Christus, lehre uns festhalten an der Güte Gottes und an deiner Versöhnung mit uns. In den Zeiten der Freude, in den Zeiten der Not, in der Stunde des Todes. Amen. Gemeinsam beten wir das Gebet, das Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, an dieser Stelle gilt es einmal ganz, ganz herzlichen Dank zu sagen. Dank an die Menschen, die diesen wunderbaren Gottesdienst musikalisch oder auch durch ihre Wortbeiträge, ihre liturgischen Beiträge so wunderbar begleitet haben. Daher ein großes Dankeschön an Iris Grossmann und Britta Bodewing für die Lesung des Psalms und der Schriftlesung. Einem Teil des Posaunenchores möchte ich ganz herzlich danken, dass sie bereit waren, Stücke und Lieder einzuspielen. Das sind Harry Job am Bass, Thomas Trabant am Horn, Heiko Job an der zweiten Trompete und Horst Christmann an der ersten Trompete. Genauso herzlich danken möchte ich auch Andreas Frese, der die Orgel eingespielt hat. Vielen Dank, dass Sie, dass ihr alle diesen Gottesdienst möglich gemacht habt. Zum Abschluss dieses Gottesdienst möchte ich den Segen Gottes spenden. Gott, der Herr, der Mächtige, Ursprung und Vollender aller Dinge, segne dich, gebe dir Gedeihen und Wachstum, gelingen deinen Hoffnungen, Frucht deiner Mühe. Und behüte dich vor allem Argen,
sei dir Schutz in Gefahr und Zuflucht in Angst. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, wie die Sonne über der Erde Wärme gibt dem Erstarrten und Freude gibt dem Lebendigen. Und sei dir gnädig, wenn du verschlossen bist in Schuld, erlöse dich von allem Bösen und mache dich frei. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich, er sehe dein Leid und höre deine Stimme und erheile und tröste dich und gebe dir Frieden, das Wohl des Leibes und das Wohl der Seele, Liebe und Glück. Amen. So will es der Herr, der von Ewigkeit zu Ewigkeit bleibt. So steht es fest nach seinem Willen für dich.